Valentino? Warte mal. Der war im Puff? Was bist du denn für einer? Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie den ich, hauen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Alter, halt deinen Sattel. Mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ja, wenn wir echt, ey. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Der Schöne. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Was für ein verfluchtes Arschloch, ey. Ich muss dir Manieren beibringen. Ich weiß leider, es bringt nichts, aber komm, wir machen sie jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, weil es halt wirklich genau das ist, was ich jetzt sagen würde, ey. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Ist das wirklich wahr? Den muss man eigentlich komplett die Birne wegkloppen. Ich sage euch das. Der musste es ja besser, das habe ich früher auch gewusst. Oh, wir haben gar nicht mehr mit Lema gesprochen. Den Schuldenmann. Das will ich gerade mal prüfen. Es kann sein, dass er uns richtig die Eier reinschaukelt jetzt. Allgemein müssen wir mal wieder speichern. Holy shit. Hier hast du dein Geld zurück. Geschenkt. Das hat Lares schon für dich erledigt. Sauber, Lares. Der Mistkerl ist ein Freund von dir, hä? Naja, geht mich ja nichts an. Schönen Tag noch. Das ist ja interessant. Ja, sauber. Dann haben wir das erledigt. Dann ist auch das schon mal gut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann mal ab zu dem Herrn Bosper. Bosbero. Wo sind Sie, Herr Bosper? Das kann ja nicht eben. Hatte er eigentlich noch was zum Beibringen? Nee, er kann nur Dietriche verkaufen, okay. Ja, Bosper wollte, dass wir ihnen die Felle besorgen und die ihm verkaufen. Und das war für ihn so ein bisschen der Einstieg dafür, dass wir bei ihm als Lehrling anfangen können oder auch bei Harad, beziehungsweise bei irgendeinem anderen. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall machen, bevor wir zu Harad können. Bringen wir die Lederherstellung bei. Brauche ich Leder? Ich weiß es nicht. Genau, wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. 60 Gold kriegen wir, glaube ich, dafür. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern? Oder im staubigen Kammerlein Fläschchen abzufüllen? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Krass. Gib mir bitte die Zustimmung, um woanders anzufangen. Ist so. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Enttäuscht. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber Dankeschön. An dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Mag sein, interessiert mich aber nicht. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Ist das seine Alte? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Nichts mehr. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ja, der Bogen ist tatsächlich in der Kanalisation. Die Banditen haben da ihr Lager und da haben die den abgelegt. Wenn ich den Mistkerl erwische... Ja, das ist halt echt eine ätzende Sache, aber ja, nützt nichts. Zeig mir deine Ware. Finden wir schon auch wieder. Ulmenbogen. Jagdbogen. Guck mal, also der Damage ist auf jeden Fall insane, muss man sagen, von den Bögen. Ring des Jägers Anfänger. Ja, wäre auch interessant. Skizze einer Trollfellrüstung.
falschen Leute gewesen. Okay, krass. Doch vorher gewusst. Oh, wie das Spiel einfach erweitert wurde in der Hinsicht. Haben wir überhaupt genügend Pfeile? Wie viele Pfeile haben wir noch? 46. Ja gut, wir kaufen erstmal keine. Ich will erstmal ein bisschen mich hochskillen, sonst kommt es zu gar nichts. Wirklich nicht verdient. Sonst kommen wir wirklich zu 0,0. Komm, wir fangen jetzt bei Harald als Lehrling an. So muss Warte das nämlich mal. Sein. Ach, Herr Gronk. Ganz vergessen. Gronk, mein Süßer. So, ich hab die Orkwaffe, die du wolltest. Genau, come on. Ich hab die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Hast du es doch geschafft. Guter Mann. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Ja, das darf so auch sein. Wann kann ich denn bei dir als Lehrling anfangen? Ah ne, erstmal kann ich bei einem anderen Meister anfangen. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Oh, der hat so schöne Haare. Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Ja, wann kann ich denn bei dir anfangen? Das ist jetzt die wichtigste Frage, mein Freund. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Ich hatte eine kurze, aber heftige Unterhaltung mit ihm über dieses Thema. Am Ende hat er zugestimmt. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Mhm. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Ja. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Ja, bist sehr du schön. Bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ich bin dabei. Guck mal, jetzt kommt die eine der krassesten Entscheidungen im Spiel. Aber ich war auch bei Harald lange kein Lehrling mehr. In der Regel war ich immer bei Bosbar. Jetzt wird hier ordentlich geschmiedet. Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Dreimal darfst du raten. Schmieden, schmieden und schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich bezahle pro Klinge. Wenn du nicht arbeitest, gibt's auch kein Geld. So einfach ist das. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du wissen musst, um einfache Schwerter herzustellen. Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen erfahrenen Schmied. Okay, also erst im dritten Davon Lehrjahr. Bist du noch weit entfernt. Wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, kannst du bei mir im Haus pennen. Soweit alles klar? Pennen, nein. Schilde schmieden. Lerne Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Schilde schmieden. Nice. Ich will mal auf Einhandwaffen gehen. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Schaden 40, Länge 75, Stärke 25. Hier. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles Weitere kannst du ja noch später lernen. Einhandstahl, Langschwert, Länge 90, Stärke 35. Guck mal, oh, Schaden 50. Länge 90, nehmen wir mit. Du musst erst das zuvor gelernte Werkstück herstellen. Okay, machen wir mal. Eine Waffen verbessern? Eine einfache Klinge schmieden. Hier. Zwei Stahlbarren. Jetzt wollen wir mal gucken. Zuerst den Rohling kühlen, Waffe an der Werkbank herstellen. Was macht der da? Der geht doch weg da!
Hier. Rüstungen schmieden? Waffen herstellen? Schwert, ein Stahlbarren, eine Textilie. Haben wir das jetzt? Okay, jetzt verstehe ich das. Herstellung 1 Stahlbarren, Herstellung 5 Stahlbarren. Machen wir mal 5 Stahlbarren, komm, einfach weg damit. Haben wir das Schwert jetzt? Schwert nicht geschärft. Okay, jetzt müssen wir es noch schärfen, alles klar. Schärfen. Finde ich sehr cool gemacht. Da. Wie lang ist unsere jetzige Waffe? Wir haben Alriks Schwert? Okay. Ist viel länger, das Schwert. Sexy. Jetzt wollen wir natürlich noch die bessere Waffe lernen von ihm. Hey. Was macht er denn da? Lerne Einhandwaffe. Achso, nee. Genau, ich wollte jetzt erstmal die nächste Klinge machen hier. Eine einfache Klinge schmieden. Nee, das ist falsch. Warte mal. Muss ich das doch noch lernen von ihm? Mal kurz testen, ob ich das lernen muss. Hatte ich das nicht gelernt eben? Da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Genau, Stahl-Langschwert. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Sehr schön, Schwert der Wahrheit. Schaden 65, Länge 95, Stärke 50. Das andere will ich auf jeden Fall nochmal schmieden. Also ran an Amboss. Stahl-Langschwert hier. Schaden 50, Länge 90 statt Länge 75. Das ist auf jeden Fall deutlich kranker. Das ist krass, ey. Klinge ist fertig. So, jetzt müssen wir sie kühlen. So, und dann gehen wir zur Werkbank. Geh doch weg! Hey, da bist du ja wieder. Ja, geh doch einfach weg. Ja, ich bin Erster! Ach, er setzt sich hin. Okay, ich hab nichts gesagt. Womit denn? Mir fehlt Textilie. Warte, was hat er denn? Er hat doch Zubehör zum Schmieden, oder nicht? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Stahlbarren hat er auf jeden Fall. Oh, ziemlich teuer. Wir brauchen eine Textilie. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fehler ist aktuell. Ich glaube, die gibt's bei Bosper. Ich bin ganz deiner Meinung. Lerne Bogner. Es war genauso, wie du sagst. Zeig mal deine Fleisch entfernen. Oh, das ist krass. Wo hast du das denn schon wieder? Das ist Gold wert. Wirklich Gold wert. Das müssen wir lernen, leider. Come on. Gut. Wo hast du das denn schon wieder? Es ist im Grunde ganz einfach. Zeig mir deine Ware. Wir können nur abwarten. Ich hätte das anders gemacht. Wo kriegen wir denn Textilie her? Das war doch klar.
Oh, ich habe keine Ahnung. Lederherstellung nehme ich auch nochmal mit, ey. Ich glaube, wir brauchen das leider. Lerne Bogner. Kannst du mir was beibringen? Edler Langbogen, okay. Der bringt einem trotzdem noch was bei. Das finde ich irgendwie ganz cool. Lederherstellung. Ich mach's einfach mal. Komm, wir müssen es ja irgendwie... Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wir werden das sicherlich brauchen, denke ich mal. Bogenwerkbank. Ich habe was anderes gesagt. Pfeile herstellen, Bögen und Armbrüste herstellen. Okay, interessant. Jetzt geht das hier richtig ab auf einmal. Richtig steil. What the hell? Da oben war eine Blutfliege oder so eine Hornisse oder was auch immer. Kann ich hier Textilien herstellen? Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Nee. Oh, wie dumm! Da bist du ja wieder. Was brauchst du? Was brauchst du? Bring mir alle rostigen Waffen, die du findest. Ich zahle gut dafür. Oh! Ich habe rostige Waffen dabei. Ich habe rostige Waffen dabei. Gut, ich zahle dir pro Stück 2 Goldstücke. Ich glaube 2 statt 1. Sieht in Ordnung aus. Hier dein Geld. Bring alle, die du findest. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, das mit der Textilie nervt mich jetzt aber wirklich. Das ist total dumm. Wo kriege ich denn Textilien her? Textilien. Naja, ich würde erstmal weitermachen. Auf Einhandskillen. Skill? Skill? Oder kann ich meine Waffe verbessern? Warte mal, das stand doch da auch noch irgendwie im Fokus. Hier. Zuerst den Rohling kühlen, Waffe an der Werkbank herstellen und dann... Oh, wir können nichts machen gerade. Ah, wie dumm. Hat der hier vielleicht irgendwas? Auf jeden Fall können wir jetzt Fleisch ziehen aus Monstern. Das ist wirklich Gold wert, by the way, aber... Er hat nichts. Ah, schwierig. Ja, wir gehen jetzt mal zu der Miliz und da können wir dann unser Einhandtalent verbessern, weil das ist wirklich nötig. Sonst werde ich wahnsinnig. Wir machen kaum Damage. Die Waffe ist ja schon mal gar nicht so schlecht, die wir jetzt haben. Ich glaube, 25 Lernpunkte werden jetzt reingehen in Einhandskill. Skill! Haben wir nur so wenig investiert gerade? Na gut, waren immer nur 2 Lernpunkte, ne? Aber trotzdem. Krass. Wulfgar, komm! Lern mir, bring mir alles bei. Lass uns mit dem Training beginnen. Einhandwaffen plus 5, hier. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und... Oh, jetzt wird's teurer. Okay. Auf welchem Niveau sind wir jetzt? 25. Okay, wir machen nochmal einen mehr. Lass uns mit dem Training beginnen. Haben wir jetzt 2 Handwaffen mit trainiert? Nee. Ich glaube, es ist sinnvoll, jetzt auf 2 Händer zu gehen. Naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Schaden mit unseren Einhändern. Einfach mal 25% mehr Chance, jemanden damit zu treffen. Wir haben noch 26 Lernpunkte über und wir haben noch 210 Gold. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen auf Stärke. Wir gehen noch mal mehr auf Stärke. Wie viele Lernpunkte brauchen wir für den nächsten Level? 4000. Das geht alles klar. Das ist alles Chico. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen krassen Bonus im Damage haben. Das steht fest. Oh Gott, ich glaube, wir haben eine Folge in maximaler Überlänge. Oh Mann, ey. Holy shit. Harald, du geiler Bock! Da bist du ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Ich will stärker werden.
Ich will stärker werden. Okay, so viel mehr konnten wir gar nicht kriegen. Aber ich glaube, wir machen noch einmal Stärke, würde ich sagen. Er kriegt erstmal Panik da. So. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt relativ gut davor. Da hat er schon recht. Die Waffe, die wir jetzt haben, ist einfach mal deutlich länger als die andere. Würde ich schätzen. Textilie wäre jetzt halt noch nice. Frage ist halt nur, wo wir es herbekommen. Das müssten wir mal klären. Hat Torben sowas im Angebot? Hat der Textilien? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe. Der hat nur Holz. Wo kriegt man denn Textilie? Holy shit. Keine Ahnung, wo man Textilie herkriegt. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ergeben. Matteo! Matteo! Dann könnte ich auf jeden Fall eine deutlich krassere Waffe nochmal kriegen. Zeig mir deine Waffe. Bitte, bitte, bitte! Oh, ja, Textilie! Oh, geil! Matteo verkauft Textilien. Frage wäre halt wirklich, wie man da rankommt. Auf lange Sicht wäre es schon schick, wenn man da irgendwie sich das herstellen könnte oder so. Das müsste ich mal recherchieren. So, ab an die Werkbank. Waffen herstellen. Und dann das Stahllangschwert. Ohohoho, geil! Und das ganze Ding müssen wir noch mal kurz schleifen. Wie er da steht und wartet, das finde ich irgendwie cool. Schärfen, nicht schleifen. Also ist das gleiche, glaube ich, ne? Aber. So, jetzt haben wir eine richtig geile Waffe. Die, guck mal, die hier, die geht ihm ungefähr. Ja, die ist auf jeden Fall ein bisschen. Noch nicht lang genug. Guck mal, die geht ihm leicht über den Kopf. Weg mit der Waffe! Du bist. Ein Tick über den Kopf geht die ihm. Und jetzt nehmen wir mal das andere Ding. Wir haben jetzt 40 Damage und 75 Reichweite. Das neue Ding hat 50 Damage, 95, also 20 Reichweite mehr. Oh, nice. Steck die Waffe weg. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ey, wie nice ist das denn? Ja, kannst die Waffe weglegen, du Affe. Wie lang waren denn so andere Dinger hier? Grobes Schwert hat 70 Reichweite. Guck mal, wir haben jetzt einen 95. Den können wir outrangen, können wir ihn, so heißt das. Und die Waffe können wir ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar auch noch verstärken. Da bist du ja. Geh weg! Da bist du ja. Waffen verbessern? Geht tatsächlich noch nicht, okay. Okay. Denn eben nicht. Aber wir haben eine Menge geschafft. Wir haben, also von unser Skill, unser Damage wird auf jeden Fall massiv angehoben sein. Damit können wir sicherlich dann auch nächstes Mal uns mal an den Banditenüberfällen versuchen. Also Harkon hat ja Probleme mit Banditen gehabt. Und, ja, können uns dann vielleicht auch mal anschauen, wie es mit der Diebesgilde läuft. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. So würde es weitergehen. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen, wie immer. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder was auch immer, wo ihr gerade seid, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich wünsche euch was. Ciao. Huh?